Kurze Rede, langer Sinn. Was? Moin Leute, herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Tessie Boy. Ein Mittwochsvideo. Ihr wisst ja, mittwochs kommt immer was anderes als Sonntag. Sonntags kommt immer ein Tessie Boy Video. Das wird auch weiterhin so laufen. Ich wollte heute eigentlich ein ganz anderes Video machen, aber es wird wieder ein Do-It-Yourself und es wird ein für mich sehr aufwendiges und anstrengendes Video bzw. Projekt und bin noch nicht fertig und ich habe keinen Bock jetzt hier auf Krampf irgendwie das noch fertig zu machen, noch zu schneiden und so. Deswegen seht ihr heute was anderes und zwar dachte ich, heute quatschen wir ein bisschen. Ihr habt es schon im Titel gesehen, es geht so ein bisschen einmal um die aktuelle Lage, wie läuft's, was machen die Ankündigungen, die ich am 24. angekündigt habe. Dann hatte ich mir überlegt, ich erzähle euch vielleicht mal, was ich im Wish-Center so ausgegeben habe, bei Wish überhaupt, damit ihr mal eine ungefähre Vorstellung bekommt, wie teuer der Shoppen eigentlich ist. Ja, das sind also Dinge, die wir heute machen wollen. Vorab erinnert ihr euch noch an das Würfelvideo. Mittlerweile trudeln die ein oder anderen Sachen rein. Eine Sache habe ich schon mal ausgepackt, und zwar erinnert ihr euch an das hier. Das war so ein Schleifgerät für eine Kettensäge oder so. Das habe ich hier. Ich dachte, das ist eine Maschine, Alter. Das ist nur so ein fucking Adapter für so eine komische Maschine. Ich verschenke das, falls das jemand braucht. Falls ihr so eine Maschine habt, sagt Bescheid. Schreibt unten in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram und ich schicke euch den Scheiß. Weil ich kann es so nicht mal testen. Kommen wir so ein bisschen Real Talk mäßig. Ihr erinnert euch, ich habe am 24. angekündigt, dass ich mit dem Rauchen aufhöre. Wir haben jetzt den 14. abends, also quasi gestern, während ihr das seht. Und ich bin immer noch rauchfrei. Also ich habe seit Neujahr keine Zigarette mehr angefasst und es läuft sehr gut. Aktuell gehe ich dreimal die Woche zum Sport, da ich ja auch so ein bisschen Masse verlieren will. Also das läuft alles. Das ist aber geil, Alter. Das ist aber geil. Baustelle. Ihr habt den ersten Vlog ja gesehen, der hat mir nicht gefallen. Zum einmal, weil wir ja immer nicht so richtig Zeit haben zum Filmen. Wir haben keine Person, die nur filmen kann, weil wir alle mit auf der Baustelle helfen und deshalb ist es so ein bisschen kompliziert. Deswegen haben wir viel Stativaufnahmen gehabt, viel zwischendrin, wo nicht so richtig gearbeitet wurde. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aktuell ist die Baustelle so ein bisschen, also wir haben gerade so ein bisschen Pause, weil uns fehlen ein paar Baumaterialien. Die Zeit ist so ein bisschen knapp und ich habe noch Filmmaterial über. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das so schneide, wie es ist, weil so schockt es mich nicht an. Ihr könnt ja vielleicht nochmal unten in die Kommentare schreiben, ob euch der Vlog so in dem Schnitt und in der Art gefallen hat. Mir persönlich hat es nicht so gut gefallen. Ich habe gar keine Ahnung. Das dazu. Sonst, ich habe so ein paar Pläne für neue Projekte. Ihr könnt ja mal unten schreiben, was ihr davon haltet. Und zwar, ich plane aktuell ein Auto zu kaufen. Irgendwas, Golf 3 etc. Das ist alles noch in der Planung. Und ein richtiges Tuning-Car mit Wish-Produkten zu machen. Das ist so ein bisschen mein Plan. Und wenn das alles so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, dann fahren wir nachher auch mit dem Auto zum TÜV und lassen einmal überprüfen, was da überhaupt dran darf und was nicht und wie weit Wish da auch TÜV-konform ist. Das sind so die Projekte für die nächsten Monate, Wochen. Mal gucken. Kommt so ein bisschen drauf an, wie es läuft. Wo wir gerade beim Finanziellen sind, beziehungsweise wo wir beim nächsten sind. Ich würde euch gerne einmal zeigen, was ich für den Wish-Samba bei Wish gelassen habe. Ich denke, das könnte den einen oder anderen ganz stark interessieren. Und ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar hatten wir Türchen 1. Das war ja dieser JBL Bluetooth-Lautsprecher. Dafür habe ich 17,90 Euro und 9 Euro Versandkosten bezahlt. Türchen Nummer 2 war der Switch-Controller. Dieser harte, der echt ganz nice war. Der hat 14,25 Euro gekostet und 9 Euro Versand. Jetzt sind wir schon beim Fuffi, ne? Nur damit ihr mal so ein bisschen seht, was abgeht. Türchen Nummer 3 war ja die Popcornmaschine. Für die Popcornmaschine habe ich ausgegeben 18 Euro und 9 Euro Versand. Also Versand haut immer richtig ins Geld. Das muss man echt sagen, bei Wish mit Versand, ey, Alter. So, dann hatten wir Türchen Nummer 4, das war dieses Tablet. Das Rosé Goldene. Das war ja auch gar nicht so kacke. Das hat 51 Euro und 11 Euro Versand gekostet. Dann sind wir schon bei 140, ne? Also ihr müsst euch das mal reinziehen. Dann hatten wir die Smartwatch. Die hat mich 21 Euro und 11 Euro Versand gekostet. Die Produkte einzeln, wenn man so durch Wish durchsurft, denkt man, oh, voll günstig und so. Aber wenn man das mal addiert, ey, alter Schwede, kommt schon ordentlich was zusammen. Dann hatten wir die Zuckerwattemaschine. Die hat mich 18 Euro und 11 Euro Versand gekostet. Hatten wir als nächstes den Transformer. Der Transformer hat mich 17,10 Euro
plus 9 Euro Versand gekostet. Danach kam mir die grottenschlechte Spiegelreflex. Die hat 21 Euro und 11 Euro Versand gekostet, ey. Für den Scheißhaufen. Unvorstellbar eigentlich. Danach kam ja der Offroad Buggy, der schlug auch zu mit 21 Euro und 11 Euro Versand. Danach kamen die Google Treter, die haben auch gute 18 Euro gekostet plus 9 Euro auf Versand. Danach kam die Spielekonsole, die hat 23 Euro und 11 Euro Versand gekostet. Genau. Dann kam das Huawei P30, was ja wirklich das beste Handy von Wish war, was ich bis jetzt hatte. Das hat auch der Preis wiedergespiegelt. Und zwar hat das Teil 108 Euro plus 11 Euro Versand gekostet. Dann hatten wir die Küchengadgets. Die haben insgesamt 6 Euro gekostet. Das waren ja so 1 Euro Produkte. Danach kam die Winterjacke. Die hat gute 25 Euro und auch 11 Euro Versand gekostet. Danach kam der kleine JBL Bluetooth Lautsprecher. Der hat 7,60 Euro plus 6 Euro Versand gekostet. Danach ging es weiter mit den Joy-Cons. Die haben gute 26 Tacken gekostet. Plus nochmal 11 Euro Versand oben drauf. Ja, moin. Dann kam die, diese scheiß Zahnbürste. Die Zahnbürste, die hat 8 Euro plus 5 Euro Versand gekostet. Ich glaube, das war das billigste Produkt, oder? Ja, und dann hatten wir nochmal so ein schönes Tablet, was ja nicht mal funktioniert hat, falls ihr euch erinnert. 31 Euro und 11 Euro Versand. Genau, dann kam die Maverick-Drohne. Die, ja, die war auch richtig geil. Diese 4K-Geschichte, die leider nicht 4K gefilmt hat, aber die sich geil fliegen ließ. Die hat 42 Tacken und 11 Euro Versand gekostet. 11 Euro Versand ist anscheinend die, so die Standard- Versandkostenpreis bei Wish. Das war's. Dazu kommen natürlich noch die Sachen, die ich in dem Würfeldings bestellt habe. Die rechne ich jetzt mal nicht mit ein. Das sind die Kosten alleine, die ich nur für den Wish-Semba vorher ausgegeben habe, um die Produkte zu kriegen. Wir haben, schätzt mal, falls ihr nicht mitgerechnet habt, schreibt jetzt mal unten in die Kommentare, was ihr denkt, was ich ausgegeben habe. Wir haben 669,85 Euro ausgegeben. Ja, ich habe knapp 700 Euro für den ganzen Kram ausgegeben. Bei Wish dürft ihr nicht vergessen, ich habe das alles in einer Bestellung bestellt, aber ihr müsst immer jeden Versand extra bezahlen. Das ist auch so dumm. Die Sachen aus den Würfelsachen. Ich habe gestern ein Paket bekommen, da war unter anderem dieser Kram hier drin. Da waren 3 Sachen von Wish drin, aber ich musste für alles, also es war ein großes Paket, aber also für alle 3 Dinge musste ich Versandkosten bezahlen, obwohl es ein Paket war. So viel dazu. Also ich habe 700 Tacken bezahlt. Das heißt, aktuell wisst ihr ja, oder ihr guckt ja regelmäßig meine Videos und seht, ich habe keine Werbung geschaltet. Ich kann keine Werbung schalten. Ich würde gerne Werbung schalten, weil langsam wird dieses Projekt Wish-Produkte testen gar nicht so günstig. Also ich ziehe es weiter durch. Ich habe auch noch immer Sachen hier und teste auch weiterhin Sachen. Aber ja, ich würde mir halt wünschen, dass ich irgendwann auch mal Werbung schalten kann. Oh. So viel dazu. Kurze Story noch, die ich euch noch erzählen wollte. Und zwar habe ich vor 2 Wochen ein Paket von Wish bekommen. Dachte so, ja, wird wahrscheinlich was von dem Würfelkram sein oder so. Ich habe übrigens Sachen, die habe ich im November bestellt, die sind immer noch nicht da. So viel dazu. Ich bekomme ein Paket von Wish und denke so, komische Form, habe ich sowas, was heißt, was ist das? Ich mache das Paket auf, was sind da drin? 20 so Babynuckelflaschen. Mein erster Gedanke, hä? Why? Mein zweiter Gedanke, wer bestellt für sein Baby Nuckelflaschen bei Wish? Verdammte Scheiße! Mein dritter Gedanke war, was ist passiert? Warum? Und wer hat meine Sachen gekriegt? Und was wäre mein Paket gewesen? Ich heiße Chinichikundo von einer... Dann ist mir aufgefallen, und zwar, wenn ein Paket von China nach Deutschland kommt, wird das ja in Frankfurt meistens, wenn es per Luftpost kommt, vom Zoll überprüft. Und da wird das chinesische Etikett mit einem deutschen Etikett von der Post überklebt. Und da ist der Fehler passiert. Also, nicht Wish hat den Fehler gemacht, sondern die Post, weil... Das Paket war mit meinem Namen überklebt worden, aber darunter habe ich gesehen, dass ein ganz anderer Name drunter stand. Wenn man ein internationales Paket bestellt, und vor allem bei Wish, muss man immer seine Handynummer mit angeben und die steht auch immer auf dem Paket. Also habe ich den Aufkleber abgepult, habe die Handynummer, der Handynummer geschrieben, die auf dem Paket stand, das war eine Dame, und habe ihr geschrieben, ob sie mein Paket bekommen hat, weil ich habe nämlich ihrs bekommen. Sie hat mir zurückgeschrieben, dass sie kein Paket bekommen hat, ich aber ihrs. Kurze Rede, langer Sinn. Was? Uff, Alter. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe das Paket zu ihr geschickt, sie hat mir die Versandkosten erstattet und ich habe immer noch kein Paket und ich weiß bis heute nicht, wer mein Paket bekommen hat. So, ich würde sagen, das war genug Real Talk, genug Mittwochsvideo für heute. Freut euch auf Sonntag, Sonntag 12 Uhr, ganz normal wieder ein Wish-Test. Und nächsten Mittwoch kommt hoffentlich dann das Video, was ich für heute geplant habe. Also, macht's gut, habt eine schöne Woche, bis Sonntag, haut rein, tschüss. Some of them are the best.
Da, 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 da.